ebenso gut begrüßen Sie mit einem tobenden Applaus unseren letzten Starter in der Vorrunde, Misha Sarin Virole, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ich habe das sehr wohl mitbekommen, dass Ihnen das gefallen hat, was mein junger Kollege gerade vorgetragen hat. Ich kann Ihnen garantieren, dass sich meine Performance auf das Umblättern einer Seite beschränken wird. Wenn Sie das irgendwie in die Punktewertung mit einfließen lassen, diesen Höhenverlust nach der letzten Performance, muss ich damit leben. Ich kann nicht anders, ich bin Bewegungslegastheniker. Solange Bushido nicht seine Texte selbst schreibt, werde ich meine Texte nicht auswendig lernen. Ich wurde es wohl eben angesprochen, ich lese Texte vor aus meinem neuen Buch. Irgendwas mit Menschen, vorne ist ein Pool drauf, kostet 13 Euro, kann sie aus Draht nicht nachbiegen, damit sie einen Einblick bekommen. Lese ich einen kurzen Ausschnitt aus einem Kapitel vor, dessen zweite Hälfte mir nicht mehr gefällt, deswegen lese ich die nicht mehr vor. Ist aber noch im Buch drin, kann man jetzt machen. Buch gibt es nicht billiger dafür. Danach lese ich einen etwas längeren Text vor, der gefällt mir immer auch ganz okay. Ich habe nichts gegen Menschen. Viele meiner besten Freunde sind welche. Ich verstehe dieses Menschen bloß nicht. So wie ich das sehe, schuf der liebe Gott zuerst die Katze, dann den Delfin, dann den Schimpansen, zum Schluss die Nacktschnecke. Dann wollte sein dreijähriger Sohn auch mal. Und der liebe Gott kramte alles, was bei der Schöpfung übrig geblieben war, zusammen. Daumen, Rippen, Allergien, HIV, Körperschweiß. Packte das Ganze in eine Kiste und sagte seinem Erstgeborenen, hier, mach mal, tuck dich aus. Aber lass meinen Lieblingsplaneten Kepler 22b in Ruhe, den brauche ich noch. Hier, dieser Planet ist ähnlich, kannst du haben. Den habe ich ohnehin schon aufgegeben. Blöder Meteorit. Da kannst du wenigstens keinen Schaden anrichten. So in etwa muss es gewesen sein. So hat das mein Opa auch immer gemacht, wenn ich ihm in der Werkstatt helfen wollte. Da habe ich auch immer nur die kaputten Teile bekommen und durfte experimentieren. Anders kann ich mir den Menschen nicht erklären. Das kann niemand genauso beabsichtigt haben. Und trotzdem, menschliches Leben ist ein Wunder. Es ist mir ein Rätsel, dass ein solch fragiles Konstrukt aus Knochen, Wasser und, wenn man Theologe ist, Staub aufrecht gehen kann. Okay. Ohne zu implodieren. Jeder, der mal ein Kartenhaus konstruiert hat oder ein 3D-Puzzle, weiß, was ich meine. Da hat doch jemand geschummelt. Jede Computertastatur ist materialtechnisch robuster als der Mensch. Aber im Gegensatz zu einer Tastatur überlebt der Mensch große Mengen an Kaffee. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in jedem menschlichen Körper die Energie von 30 Uranbomben steckt. 30 Uranbomben in jedem von uns. 210 Milliarden Uranbomben. Da sollte sich jeder Bulle mal Gedanken drüber machen, bevor ein Demonstranten Pfefferspray in die Augen sprüht. Irgendwann werden wir herausgefunden haben, wie wir uns selbst auslösen können, und dann endet so ein Occupy irgendwas aber ganz böse. Wenn mein guter Kumpel Blanco Blähung hat, bekommt man eine ungefähre Vorstellung davon, was das mit den 30 Uranbomben bedeutet. Blanco ist Blanco, weil er mal rotzbesoffen unserer Stammkneipe die Rechnung mit einem Scheck bezahlen wollte und die Summe mit den Worten offen ließ, der Barkeeper soll doch bitte sein Trinkgeld selbst eintragen. So ist Blanco, so sind Menschen. Ich verstehe Menschen nicht. Grundsätzlich. Warum glauben manche Menschen, öffentliche Verkehrsmittel seien ein angemessener Ort, sämtliche Klingeltöne durchzuprobieren? Wegen der guten Akustik? Warum bleiben Menschen am Ende von Rolltreppen stehen? Immer. Feuergedanken machen. Überraschung. Warum nehmen Menschen ihre Fahrräder mit in die S-Bahn morgens im Berufsverkehr? Das ergibt keinen Sinn. Ich nehme doch auch kein Campingklo mit auf die Toilette. Und überhaupt, warum gibt es
es Menschen, die gegen eine Währung wetten und somit zivile Unruhen billigend in Kauf nehmen. Wetten die auf Hochzeiten auch gegen die Ehe ihres besten Freundes und verführen dann die Braut, um die Wette zu gewinnen? Kann ich mich aufregen? Tue ich aber nicht, weil ich in Apothekenumschau gelesen habe, dass das schlecht fürs Herz ist. Wenn man sich Menschen anschaut, bekommt man eine Vorstellung davon, warum Schimpansen das Werfen von Fäkalien als angemessene Kommunikation betrachten. Dass sie damit aufgehört haben, ist ein Missverständnis der Evolution. Vielen Dank.